es immer noch nicht. Wurst hat ihm einfach das Glas Wasser ins Gesicht geschüttet. Das hat dieser Fiesling aber auch verdient. Das war ein echter Klassiker. Schade, dass Christian und Claudia heute Abend was anderes vorhatten. Die haben echt was verpasst. Das kannst du laut sagen. Das war die Party des Jahrhunderts. Hey, pass auf, du kommst schon auf die Gegenfahrbahn. Ah, ist doch egal. Nachts um vier. Na, die Straßen sind doch menschenleer. Ja, vielleicht hätten wir doch besser ein Taxi nehmen sollen, hä? Hm? Ach, was? Ich hab da nur zwei Cocktails getrunken. Bei dir waren es mindestens acht. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Außerdem sind wir gleich zu Hause. Anne, die Frau! Halt! Hast du die Frau nicht gesehen? Die stand mitten auf der Straße. Welche Frau? Ich hab nichts gesehen. Du hast eindeutig zu viel getrunken. Obwohl ich immer dachte, man sieht dann doppelt. Dass Betrunkene auch Dinge sehen, die gar nicht da sind, ist mir neu. Verdammt, Anne! Hast du den Aufprall nicht gemerkt? Wir haben gerade eine Frau überfahren. Los, wir müssen nachsehen. Ich habe wirklich nichts gesehen. Sonderbar. Hier ist niemand. Unter dem Auto auch nicht. Merkwürdig. Ich habe wirklich niemanden gesehen. Aber du hast recht. Wenn da niemand war, dann hätte es keinen Aufprall geben dürfen. Und den Aufprall habe ich deutlich gespürt. Wir sind mit dem Auto gegen etwas gefahren. Vielleicht hat sie sich noch zur Seite werfen können. Da ist doch ein Graben am Straßenrand. Lass uns mal nachsehen. Es ist stockdunkel. Ich kann nichts erkennen. Warum sind hier auch keine Straßenlaternen? Ich habe eine Taschenlampe im Handschuhfach. Warte, ich hole sie. So, hier ist sie. Leuchte doch mal. Siehst du was? Da ist niemand. Wenn jemand den Graben runtergerollt wäre, dann müsste es doch auch Spuren geben. Das Gras müsste niedergedrückt sein. Das stimmt. Sieht alles völlig unversehrt aus. Ich begreife das nicht. Wenn wir wirklich eine Frau angefahren haben, dann muss sie doch irgendwo sein. Was ist mit unserem Wagen? Vielleicht gibt's dort Spuren. Nichts. Stoßstange und Motorhaube sind okay. Nicht mal ein bisschen Lack ist abgesplittert. Direkt nach dem Aufprall habe ich nicht auf die Straße gesehen. Du? Nee, stimmt schon. Ob die Frau schnell weggelaufen ist? Ich weiß es nicht. Ist nicht sehr wahrscheinlich. Komm, lass uns nach Hause fahren. Hier gibt es nichts mehr, was wir tun könnten.